ist Ranja und wir spielen mal wieder Scribble-Yo mit dem Flo und mit dem Tops. Und ja, ich würde sagen, guten Abend oder Mittag oder Nacht oder. Du hast Tschüss also theoretisch kommt es um 13 Uhr raus, das Video, wenn ich nicht wieder irgendwas verhaue. Was? Oh, drei Wörter! Das ist schwer, das ist richtig schwer. Okay, warte. Ich meine, es gibt nicht so viele Wörter mit drei Buchstaben. Du hast hier deinen PC. Was ist das denn? Dann hast du da. Warte, was davon ist der PC? Ich sehe da nur was Rundes. Das sieht aus wie ein Lüfter. Malst du eine Waschmaschine? Oh. Hä? Oh! Nein, hä? Ist keine DVD? Ist. Und ja? Was soll denn dieser. Kassettenlaufwerk! Was soll denn das sein? Eine Katze. Oh. Das war eine Katze, Ronja. Hast du es nicht gesehen? Kassettenlaufwerk! Okay, Tops, was malst du uns denn Schönes? Bis jetzt bist du auf Platz 1, also erwarte ich einiges. Okay, dicke schwarze Linie. Gib dir direkt einen Daumen runter. Okay, es ist lila. Das kommt aus dem Nichts. Das kommt unerwartet. Es ist Minecraft. Ja, wenn man da durchgeht, dann kommt man. Ah, Ronja, mal schneller! Nein! Nice. Okay, was können wir denn? Oh, warte, das ist nicht schön. Kernschrauben eigentlich gar oder nicht? Was? Ja, ja, ist egal. Das ist free übrigens. Das ist nicht so hübsch geworden. Ich hab's instant erraten. Irgendwie waren da die. Ja. Ist jetzt nicht so schwer, ne? Hä? Warte, Tops. Warte. Tops hat in der Schule einfach nicht aufgepasst. Tops hat in Deutsch eine 6. Mit 2F? Ja, gut, das aber. Hä? Eiffelturm. Ist es nicht. Eiffelturm. Du versuchst einfach immer wieder. Ich hab das gleiche Wort mehrmals ein, falls es ein Bug vom Spiel ist. Ja, ist ein Bug. Ist ein Bug. Okay, was ist das? Ist okay. Ist nicht schlecht. Ist nicht. Also kann man erkennen, ne? Die Alternativen waren Scherzkeks und Befehlshaber. Oh, hast du nicht Scherzkeks gemeint? Das ist jetzt wahrscheinlich Scherzkeks, oder? Okay, es ist orange. Was gibt's denn was Oranges? Abgesehen von Karotte, weil das scheint's ja nicht zu sein. Also, Tops lässt sich immer richtig schön Zeit. Das esse ich halt gerne. Meine Leibspeise. Ups. Käsekuchen. Kürbiskuchen. Ach, komm schon! Was esse ich denn übelst gerne? Schokolade. Gibt's sogar ein Design. Oh Junge, okay, was hab ich jetzt gar nicht gesagt? Okay. Was können wir denn. Ey, aber ich bin über Tops, das freut ich mich. Ich nehme das. Das freut dich. So, warte mal, das hat hier. Ist das erstmal? Fangen wir. Okay, ich mach das jetzt ordentlich, ja? Das wird schön. Also, wir fangen an. Ja. Okay. So. Das kriegt jetzt hier so kleine Details. So. So einen kleinen Schalter. Fängt an. Aus. So. Und dann ist es wichtig, dass man hier. Ha! So. Ha. Das. Okay, nice. Und ich meine, warte mal, wir machen. Was, Daumen hoch? Dankeschön. So, wir machen hier einen dunklen Hintergrund, okay? Dann kommt es vielleicht besser rüber von der Wirkung. Dann können wir nämlich noch so ein bisschen. Wow. Licht zu malen ist nicht so einfach, okay? Oh, wow. Oh mein Gott. Wow. Okay, Flo. Man kennt's. Der Auspuff. Warte, okay. Das kennen wir, Kahn. Was ist das? Das ist schon wieder eine Straße. Es ist eine Straße, du hast das so richtig erkannt. Du fängst immer mit irgendwelchen Straßen an. Oh nein, das wollte ich nicht. Cool. Okay. Es ist schon mal nicht schlecht gezeichnet, ja? Warum ist da. Ist es kein Unfall? Auch kein Feuer.
Okay, warum ist das D warte, was groß? Ist das? Wo fährt man da hin? Englisch. Denk Englisch. ACDC hätte ich jetzt auch gesagt. Oh, warte. Hä, bin ich doof? Wie schreibt man das denn richtig? Nice! Easy. Aber das ist legit, das ist nice. Okay, ja, weißt du was? Wie schreibt man das denn? Was ist denn das? Das ist honestly, das ist wirklich gut gemacht. So mit dem Songtitel eingebaut. Und okay, weißt du was? Not bad. Das ist mir jetzt egal. Es ist wirklich hübsch gemalt. Danke, es freut mich. Das ist der Querstrich ist es, Tops. Oh. War dein eigenes Buchstabe? Mhm. Das sind ja 5. Wieso? Also, okay. Es stand mir eben zur Auswahl Mel Gibson. Mel? Verdammt nochmal Gibson! Wieso gibt es Mel Gibson? Fang an, bitte! Mann, was? Das ist ein Haufen. Das ist hier so ein Ding. Ne? Haben die im Mittelalter gerne mal benutzt. Oh! Was? Was ist das? Dann liegst du so. Achso, so. Steine drauf und die werden dann so. Wer ist denn das? Achso. Und dann Tod! Und dann Erschöpfung! Und dann. Ja! Ah! Alles gut, Tom. Da escalated. Cool. Alles gut. So, ja, und dann legst du hier die Steine drauf und dann Tod! Okay, So, das ist jetzt eine kleine Herausforderung für mich, okay? Okay, das ist mal würdest du schon sagen, das ist nichts Einfaches? Ja, würde ich sagen. Ich glaube jetzt erstmal blatantly Flo's Idee. Das ist erstmal wichtig. Hä? Wie zur Hölle, Tops? Alter! Ernsthaft? How? Was? Okay. Alter. Ohne Mist, wie hast du das gerade geschafft? Das ist ja insane. Okay. Ronja, zweites Wort brauche ich. Nein, Ronja, darfst du mir jetzt keinen Tipp geben. Okay, warte. Ihr habt mir keine Tipps gegeben wegen dem Text AC/DC, also. Ich hab den Tipp gegeben. Nö. Oh, lol. Ja, aber das war richtig random. Ah. Ja, aber die anderen waren auch schlecht. Ich bin der Beste. Wie hast du das so schnell erraten? Ich hatte die ganze Zeit diesen Dings, dieses Wort im Kopf. Keine Ahnung wieso. Okay. Gruselig. Was ist das? Oh, das ist ein Mensch. Das ist Tops. Das ist Tops, oder? Das ist doch sein. Ja. Okay, Okay. Wow. Jetzt ich was leider nicht. Danke, Ronja. Warum hat der so einen großen Mund? Hä? Ist es Tops als Frau? So stellt sich bloß eine Freundin vor. Nein. Der hat ein Krokodil als Haustier. Ist nicht Krokodil, oder? Ja, ich wollte, dass der Topf ist. Ach so! Ich finde es gut, dass du zuerst Tops gezeichnet hast, damit du wirklich auch damit wir nicht, nicht so schnell das Krokodil erraten, damit du wirklich noch zeigen kannst, wie das Krokodil Tops verspeist. Du hättest noch so Blutspritzer überall machen müssen, so richtig, weißt du, zerfetzt, vielleicht noch einen Arm ab? Okay. Keine Ahnung, wie man das gut macht, das was ist so uff. Das ist so Tops? Ja, das ist so ein Ding, das ist so, benutzt man hier bei Wasser und so. Bei Wasser. Das ist so ein warte mal, ich kann das besser darstellen, wenn ich das so. Warte mal. Hier so, und dann ist da so ein Typ drauf, und dann macht der hier so. Er so, hey! Der ist so auf Wasser, und das ist so eine Welle, weißt du? Oh, okay. Weißt du so. Hättest du direkt die Welle gemalt, ja, dann hätte man es auch erkannt. Ja, ich wollte, dass du so ein drauf siehst. Ich wüsste nicht, wie man das immer so blöde Sachen. Okay, wir fangen an. Ja. Oh, ein cooles Wort. Es ist dunkel. Dann haben wir hier. Warte mal, wie malt man das? Wieso kann ich nicht den Stift auswählen? So, es ist klein, aber gemein. Und weißt du, zum Beispiel haben wir jetzt hier einen Hänger, ja?
Was für ein Ding? Einen Hänger. So ein Kleiderhänger. Hä? Dann haben wir da vielleicht ein Kleid dranhängen an dem Kleiderhänger, ja? Es ist zwar kein schönes Kleid, aber es hängt. Und... Hä? Ich kenne das Wort nicht! Oh, Flo, kennst du das Wort nicht? Das denkt sich jetzt... Alter! Das gibt's in Österreich nicht! Unfair! Doch, Flo, Magie. Magie. Und der freut sich, der ist richtig, der denkt sich, ja, und dann fliegt er zum Kleid und dann verbeißt er sich. Hä, wo ist denn das eine Motte? Das ist ein T-Shirt. Hä, ja, Kleidermotte. Es ging um das. Ja. Was ist eine Kleidermotte? Eine Motte ist sowas, was rumfliegt draußen und ja, und die fressen Stoff, die fressen dir Löcher in deine Kleidung. Deswegen machst du ja auch Mottenkugeln und sowas. Und so. Ja, du, das kriegst du zurück. Du bist ungebildet. Was ist das? Wieder ich, ja. Da ist er wieder. Unser Freund. Okay, und was macht er mit seinen Händen? Okay. Er kneift die Augen zusammen, weil er will vielleicht was besser sehen. Und zwar will er besser sehen. Ich verstehe es nicht. Hä? Was ist es denn? Das ist ein Schwein. Ja, schon klar, aber was ist denn das Wort? Entops. Was machen die denn? Hey, Flo. Weißt du was, Flo? Du bist... Warte, das ist schon mal ein Thumbnail. Nice. Weißt du, vielleicht benutze ich das wirklich als Thumbnail. Honestly, meine Scribble-Thumbnails sind eh nicht so insane. Ich hab gehört, sind so gut. LOL. Okay, was ist für ein... Hä? Ja, die sind wirklich überragend. Die mache ich in jahrelanger Photoshop-Arbeit mache ich die. Das sind nicht 5 Minuten, bevor das Video hochgeht, versuche ich verzweifelt noch irgendwas zu finden. Nein, die sind wirklich, also... So, es gibt leider nicht den richtigen Blauton für mein Vorhaben, aber wir müssen jetzt einfach mal damit dealen. Okay, warte mal, die haben... Das ist weiß. Hä? Das kommt noch. Was? Der Kopf nice. Ist leider nicht so gut geworden. Ich gebe den Daumen hoch. Es ist leider nicht so gut geworden. Oh mein Gott, war das ein Lucky Hit schon wieder. Aber ich hab's erkannt! Das freut mich. Was ist denn Blautops? Ah. Ich hab noch eine Mütze gemalt. Ich wollte noch die Schlumpfmütze malen. Nice. Richtig schön, Tops um 10 Punkte noch überholt, wie es sein muss. So, dann habe ich mal wieder gewonnen. Was soll ich sagen? GG. Okay, sag bitte mal in den Kommentaren schreiben, dass du ein echt absoluter schrecklicher Mensch ist. Hä, warum machst du das, Tops? Das ist gemein, das ist fies von dir. Das ist mir egal, Alter. Du stellst mich immer so wie so ein absoluter Unmensch da. Ja, weißt du was, Flo? Du bist ein schlechter Verlierer. Dass deine Freundin irgendwann mal auch einfach nur ein Schwein ist, weißt du? ich freue mich auf das Thumbnail, Ronja. Ja, sicher. Ich setze mich daran, ich mach da was, ich zauber da was, ja? Ich zauber da was. Leute, lasst ein Like da, bei 1000 Likes küsst Tops wegen Schwein. Schreibt Daumen hoch, wenn euch das Thumbnail gefallen hat. Bei 1000 Likes werde ich nur ins Gesicht treten mit Videoaufnahme. Ciao.